Freunde, sind wir wieder live aus Stall TV mit den guten alten Pischi und ja, ein Halfter, was gerade durchgebrochen ist. Unter anderem sehen Sie heute noch ein Mann, der Reifen vom Silohaufen runterschmeißt. Ein hupenden Weidemann sehen Sie auch sehr interessant. Und noch die ein oder anderen wichtigen oder eher unwichtigen Informationen hier live aus Stall TV. Aber nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Einmal nur drillen, fahren und dann sieht das hier so aus, ey. Wie im Gewächshaus. Überall Bäume, Büsche, überall liegt Scheiße. Also, ich schneide zu viel, ne? Soll ich das erklären? Ja, natürlich musst du das erklären, was du da machst. Hier, das Wasser, ne? Das kannst du noch verwenden. Ich zieh Getränke rein. Können wir noch schön Mineralwasser. Und wie viel haben wir jetzt gespart an Geld? So, weißt du, was so eine Flasche kostet? Ja? Nee. Weißt du das? Weißt du das? 25% Pfand. Ah. Kommst du nicht mehr raus? Nö, ich bleib hier drinnen. Bring mir mal Mittag hier. Alles nur Kacke, alles nur Kacke. Was? Oh. Guck mal. So eine Scheiße. Ich glaub, da hast du Druck drauf. Also, was du mir ein Tango holen? Hey, Hard Work, Arbeit im Buch! Ja, mach mal die Weide mal raus. Was sagst du? Mach mal raus. Hard Work, die Arbeit ruft. Ja.
Er pöbelt dann auch schon wieder rum. Hoch, Jan! Ja, Jan muss melken. Einer muss ja hier arbeiten. Das geht nicht von hier. Das war ein Scheiß! Cool war! Ich hab mein Handy, der das hat, kommt doch einfach runter und helft mir! Das, diese Biogasanlage hätte gar nicht in Betrieb genommen werden dürfen. Wie man sieht hier, ne? Grober Zerfall überall. Alles ist fertig, quasi alles. Das ist alles gar nicht gut. Das würde ich so nicht abnehmen. Da. So was will ich auch nicht, so was geht gar nicht. Das ist, ja, wie soll ich sagen, da hat ordentlich Geld geflossen. Und was hätte meines Erachtens nicht abgenommen werden würde. Das ist aber ordentlich da. Wie hast du das denn hier abgeschnitten, ey? Kannst du überhaupt gar nicht arbeiten. Ich hab da gar nichts gemacht. Du hast es zurechtgeschnitten. Ja, ja. Du hast es eben doch in der Werkstatt zurechtgeschnitten, als ich die Maschine angebaut habe. Seh doch nix. Pass mal eben hier mit an, ey, der geht doch scheiße. Aber kriegst du es nicht mit einer Hand hin? Da hast du drauf gesteckt. Jetzt habe ich das Rohr schon eingefädelt. Oh. Na Jan, hast du jemand gefunden? Hallo Küschi, was machst du denn hier? Im Büro, wa? Ja, du hast hier, du kannst sie ja führen. Guck mal, nun geht. Guck mal Jan, eben wollte sie nicht gehen und jetzt mag sie das. Scheiß jetzt her! Da findest du nichts fest jetzt! Ich bin nicht so wieder was soll der Scheiß? Das ist ja mal eine perfekte Begegnung. Siehst du? Wie fein. Herrlich.